Als Ex-Profi-Fußballspieler geht es mir um die Leistung, wenn ich laufen gehe. Männer sind beim Laufen aber generell leistungsorientierter als Frauen. Das ist allerdings nicht meine Meinung, sondern jene der Teilnehmerinnen beim Frauenlauf in Klessheim. Der fehlende Wettkampfdruck ist Mitgrund, warum Frau läuft für die Teilnehmerinnen so viel Spaß macht. Gelenke schmieren, Muskeln aufwärmen und den Kreislauf anwerfen. Brigitte Obermoser wärmt die Teilnehmerinnen erstmal auf. Und das vor der Kulisse des Schloss Klessheim. Ja, wir haben ein bisschen Bewegung gemacht, also ein bisschen Aerobic, dass man ein bisschen durchbewegt, ein bisschen den Kreislauf in Schwung bringt und eine ganz leichte Gangymnastik. Startschuss. Die Teilnehmerinnen laufen eine 5 oder eine 10 Kilometer Runde durch Klessheim. Hopp, 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 hopp. Für die Topläuferinnen sind die 5 Kilometer fast so schnell vorbei, wie sie begonnen haben. Martina Brunn-Eder-Winter läuft hier als Erste durchs Ziel. Also ich bin die 5 Kilometer in 18,40 oder so gelaufen und bin recht zufrieden. Ich war jetzt eine Woche mit den Kindern auf Urlaub, was nicht gar so erholsam war. Und ja, genieße einfach die Zeit jetzt mal für mich allein. Genau so darf es ja auch bei Frau Läuft sein. Einfach laufen für sich selbst und nicht für das Ergebnis. Nichtsdestotrotz geben einige so richtig Gas. Bei den 10 Kilometern in Führung Anita Bayerl und das mit einigem Vorsprung. Auch bei der 5-Kilometer-Distanz lag noch einiges an Zeit dazwischen, bis die Nummer 2 und 3 durchs Ziel gekommen sind. Die 10 Kilometer, die bringt Anita Bayerl unter Applaus auch zu Ende. Die Frauenpower, die hat sie richtig gespürt. Und diese hat sie auch förmlich ins Ziel getragen. Super tolle Stimmung, tolle Atmosphäre. Ja, man hat richtig gemerkt, die Frauenpower lebt in Salzburg. Und ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nicht nur bei der Siegerin haben die Endorphine eingesetzt. In der Gruppe zu laufen, das war einfach überwältigend. Alle haben durchgehalten, also Wetter hat gepasst, wunderschön. Ja, den Umständen entsprechend gut, es hat schon passt. Na, war eine super lässige Veranstaltung, Ziel erreicht. Der Spaß, der steht im Vordergrund, anders vielleicht als bei den Männern. Wenn Damen unter sich teilnehmen, dann läuft so ein Event fraulich anders ab. Frauen laufen ein bisschen bewusster. Sie genießen das mehr, sie das drumherum, sie sind nicht so leistungsorientiert. Sie laufen ja mehr mit sich. Es ist der Konkurrenzkampf einfach nicht so groß. Es ist die Solidarität einfach größer. Jeder gönnt der anderen das, dass sie gut ist. Oder da ist stolz drauf, dass die das auch schafft, die 10 Kilometer, die 5 Kilometer. Man redet miteinander während der Strecke. Ist einfach klasse. Läuft eine Frau irgendwie anders als ein Mann? Sie schaut immer ein bisschen, wie sie ausschaut. Und nicht so schnell wie ein Mann. Das weiß ich nicht, ich bin gewockt. Walken Frauen anders als Männer? Möglicherweise ist der Hüftschwung anders. Frau Läuft soll ja keine Geschlechtertrennung sein. Die Mentalität bei Frauenläufen ist nur etwas anders. Sobald man den Wettkampf sucht, läuft Frau auch gern mit Mann. Macht es mehr Spaß mit Männern zu laufen oder nur unter Frauen? Das ist, ich glaube, ein anderer Hintergrund. Mit Männern ist der Ehrgeiz vielleicht noch höher, aber mit Frauen macht es ein bisschen mehr Spaß. Das heißt, mit Männern misst man sich und mit Frauen hat man den Spaß? Ja, genau. Wenn Sie trainieren, trainieren Sie lieber mit Frauen oder mit Männern? Meistens bin ich eigentlich allein. Und dann bin ich schon froh, wenn ich irgendwen habe zum Trainieren. Also das ist mir dann egal. Kann ja keiner mithalten mit Ihnen. Genau. Frau Läuft ist ein Erfolg und kommt nächstes Jahr bestimmt zurück. Ja, wir haben heuer den 5. Frauenlauf und es gibt ganz sicher nächstes Jahr den 6. Frauenlauf. Weiß man schon, wo der stattfinden wird? Das weiß man noch nicht. Okay, nein. Das macht sie euch noch aus. Genau.